Die Situation, in der wir sind, erinnert ein bisschen an die Situation von jemandem, der hoch verschuldet ist und der überlegt, wie komme ich da raus. Ich kann in der Regel aus einer Situation, wo ich hoch verschuldet bin, nicht raus, indem ich jetzt einfach kein Geld mehr ausgebe. Wenn Firmen sanieren, müssen sie häufig erstmal sehr viel Geld ausgeben, um bestimmte Strukturen zu ändern, und dann verbessert sich die Lage. Also, wenn man in einer schwierigen Situation ist, muss man oft sogar noch mehr vom Falschen tun, damit es irgendwann das Richtige werden kann. Man sollte aber wenigstens wissen, was denn das Richtige wäre. Aus meiner Sicht ist klar, die Menschheit als Ganzes sollte in einen balancierten Zustand aus hohem Wohlstand und vergleichsweise großer Homogenität im Sozialen, weil das zur Folge haben wird, dass die Zahl der Menschen wieder sinkt und wir, weil wir auf diesem Niveau sind, das Wachstum materiell nicht mehr brauchen. Das ist die Situation, in der wir in Form von Moratorien und klugen Überlegungen in Richtung einer Verlangsamung gehen können, die Wiederentdeckung der Langsamkeit. Aber da sind wir nicht. Wir sind in einer Welt, die ist genau das Gegenteil. Sie ist hochgradig durch Arm und Reich geprägt. Wir haben Probleme mit dem Ressourcenumfang, der uns zur Verfügung steht. Wir müssen Milliarden weitere Menschen integrieren. Das können wir nur, wenn wir massive Innovationen technisch leisten, die die Ressourceneffizienz erhöhen. Dafür brauchen wir eine adäquate Regulierung und technische Innovation. Und wir brauchen mehr davon als früher. Und weil alle diese Bedürfnisse zu befriedigen sind, darum haben wir so eine große Zustimmung dazu, dass wir das tun. Wir müssen es tun, weil so viele Menschen mit so vielen Erwartungen in relativer Differenz zu anderen da sind und fordern. Wir müssen den Prozess aber so anlegen, dass er nach 40, 50 Jahren sich in einen Zustand verändert, der es dann nicht mehr erforderlich macht, immer noch dazu zu tun, weil es wird für die Menschheit auf Dauer im Desaster enden, wenn wir die Innovationen weiter so vorantreiben wie bisher. Das heißt, wir müssen den Tiger reiten. Wir haben einen Tanz auf dem Vulkan für ein paar Jahrzehnte. Wir brauchen noch mehr von dem, was wir kaum aushalten. Aber wir müssen es in einer Weise machen, dass wir wissen, am Ende des Prozesses wird es viel ruhiger und die Zahl der Menschen sinkt. Und wir müssen nicht dauernd weiter innovieren. Weil im Endeffekt sollte es darum gehen, dass die Menschen sehr angenehm leben, alle, in der Folge der politischen und technischen Innovationen, die wir in Jahrhunderten vorher hervorgebracht haben. Dann wäre das technische System unser Bananenbaum. Und dieser Bananenbaum produziert uns super Bananen. Und wir fühlen uns als Herr der Bananen und als Frau der Banane. Und wir haben ein Leben, das ist nicht mehr im Hamsterrad.